So. Erstmal ein Ei hier und dann der letzte Stopp des Tages. Hier haben die Leute gestern getriggert an den zwei Arenen. Ich zeige euch die Arenen gleich. Und wir machen jetzt hier ein Raid, damit wir auch in die Auswahl kommen. Auch vor ihm. Ja. Da kriegt der Kollege vielleicht sein drittes und nicht mein erstes. Vielleicht. Leider ein Knogger geworden, aber interessant, ich habe noch nie einen Knogger gemacht, also wieso nicht. Wir sind gerade so noch gekommen. Jetzt in den letzten paar Minuten. Snowball-Nest. So. Und rein. Also ich mache eh privat. Du kannst dann öffentlich rein. Okay. So. Wir sehen uns in 100 Sekunden wieder. So. Während wir warten, erzähle ich euch was über diese Arena hier oder diesen alten Nordfriedhof. So, hier die Arena Eva Richterbaum hatte schon 3 EX-Rates, glaube ich. Und hier Kletternetz hatte ein EX-Rate, aber keine Einladung, keiner ist gekommen. Das war sehr mysteriös. Und dann da hinten war einer der ersten EX-Rates, und zwar Stone Sculpture oder so. Die Arena kennst du auch, da haben wir öfters uns reingesetzt. Die war öfters, Ecke Lot. Genau, die war öfters mal gelb früher, altes Arena-System, da haben wir uns immer reingesetzt. Und ich glaube, hier irgendwo war noch einer. Auf jeden Fall, die Leute haben hier gestern getriggert. Und ihr wisst, man muss nicht beim Trigger dabei sein, man muss nur innerhalb des Zeitraums auch bei der Arena ein Raid gemacht haben. Dann kommt man in die Verlosung und dann schauen wir mal. Du kannst ja noch kurz den Leuten nochmal sagen, dass kein aktiver Friedhof hier ist. Das ist kein aktiver Friedhof, ja. Es ist also nicht pietätlos, wenn man hier Pokémon spielt, weil hier keine Beerdigungen stattfinden. Wir haben hier mal einen Galaxo gefangen. Wir haben hier schon eine Weile her. Ja, schon eine Weile her. Dann einen Galaxo gesehen und dann geholt. Da gab es ein bisschen Hate, weil das hier ein Friedhof ist, aber ich habe den Leuten gesagt, dass die Hälfte des Friedhofs ist ein Spielplatz. Die Leute joggen hier. Die Gräber sind, also die Beerdigungen fanden irgendwann vor 100 Jahren statt. Ja, also, ja, das finden so. Keine neuen statt, der Raum ist voll. Das ist auch ein beliebter Vierer-Hotspot da, wo Leute hier chillen und Module anmachen. Ich habe hier früher um die Ecke gewohnt im Wohnheim. Okay. Davon. Also man stört hier wirklich niemanden. Es gibt hier viele Jogger und dergleichen. Ja. Kinder eben. Da hinten machen öfters Leute Instagram Modelfotos, Fotoshootings, habe ich auch schon sehr oft hier gesehen. Ich lüfte hätte nicht mal Zehntausende Knocker. Ja. Der Kollege jetzt übermütig mit seinen 2 Mewtwo's. Als Kind nie gecheckt, weil er ja im Deutschen TU geschrieben wird. Ja. Das checke ich auch nicht. Und erst seit dem Kinofilm dann. Mewtwo. Aber seit jeher mein Lieblings-Pokémon. Mewtwo. So. Dann nimmst du mit einem Garra das von mir auf. Ja, nicht ganz, aber okay. Da schauen wir uns noch was an vom Kollegen. Und das ist für ein extra Video. Wahrscheinlich da, wo er auf seinem Mewtwo fängt. Also, wenn der Spoiler Alert. Oh, das schneide ich raus. Das ist schon spannend, dass er das überhaupt bekommt. Cut. Macht das Video ja so spannend, dass wir gar nicht mal wissen, ob überhaupt genug Leute zurückkommen. Stimmt, ja. Da kann ich jetzt nicht einfach sagen, dass das gefangen ist. Also, es hat kein Garra was geschafft. Vielleicht jetzt ja ein Bonbon, oder? Ab und zu? Ab und zu, ja. Bei mir leider nicht. Bei mir auch. Aber natürlich wieder goldene Bären. So viele goldene Bären jetzt. Auf jeden Fall. Knogger 100 wäre interessant gewesen. Der hat das Halloween-Event nicht bekommen. Ups. Hast du schon ein paar? Ja. Yeah. Ich nehme jetzt nicht mal Sanana, aber ich brauche es nicht. Bei ihm ist nicht schlecht. Er respektiert ihn, aber ich respektiere ihn nicht. Ja, weil ich jetzt genug habe. Kein Respekt. Trigger 3 muss ich drauf schauen. So. Mal schauen. Ich mache heute diese Woche jeden Trigger in München, den ich finde. Irgendeiner wird schon hoffentlich dabei sein. Wenn nicht sogar ein paar mehr. Aber wahrscheinlich werde ich so enttäuscht und kriege bei keinem ein. Aber
Alter, was geht ab, Alter? Kommen wir zu später Stunde nochmal. Ich habe heute schon ein paar Trigger-Versuche gemacht. Deswegen glaube ich, wird das hier ein neues, separates Video. Und zwar hier fand schon mal ein EX-Raid statt. Das hat mich sehr überrascht. Mitten in der Stadt. Wir sind hier am Lebenbachplatz, an der Schmachtbus. Okay. Genau, da vorne ist der Schmachtbus. Und heute ist hier gerade jetzt ein Trigger. Da sind auch die ganzen Leute, schon relativ viele. Wir haben schon den ganzen Tag heute darauf gewartet, dass hier ein Raid stattfindet. Zweier wieder. Ich hoffe auf Flunkiefer. Bitte nicht noch ein Knogger. So. Und dann schauen wir mal. Dann habe ich mit dem alle drei in der Innenstadt abgedeckt. Am Wochenende ist dann noch Duipolpark. Ich hoffe, du bist dann noch am Start. Ja, ich fliege am Samstag. Genau, am Samstag ist der. Samstag in der Früh fliege ich. Dann solltest du am Freitag sogar noch dort welche machen. Ja? Ja. Okay. Oder halt die Woche, also auf jeden Fall. Und am Samstag? Nee, Freitag. Samstag ist Duipolpark, Freitag ist Ostpark. Aber da habe ich ja mein YouTube. Das war ja Duipolpark. Ja, das war aber schon eine Weile her. Jetzt wird doch mal der Ostpark. Ja, cool. Ja, mache ich dann am Freitag. Samstag leider bin ich nicht dabei. Genau. Und ansonsten, Parsing versuche ich noch die ganzen Arenen abzudecken, so wie immer halt. Und O2 Tower und jetzt dann alter nördlicher Friedhof. Zur Sicherheit auch. Da gab es schon lange nichts mehr. Dann schauen wir mal. So. Dauert noch ein paar Minuten. So, da seht ihr die Menge. Es geht gleich los. Ich glaube, die wollen den Raid so lange wie möglich beschäftigt lassen, halten. Das heißt, die haben sich alle nach der Reihe hingesetzt. Nummer 1, das ist halt ganz vorne und danach geht die Reihe so runter. Ich und der Kollege haben leider keine Zeit für sowas. Wir machen einfach einen separat und dann geht das schon. Galaxo wird angegriffen. Ach, am Odeon? Ja, da wo der Mewtwo Raid war. Füttern bitte. Aber so, damit ich drin bleibe. So. Okay. Hoffentlich Flunkiefer. Findest du echt? Nein. Du musst nicht, das ist auch nur ein Scherz. So. 8 Sekunden. Bei mir schon 3 oder? Du hängst 3 Sekunden hinterher, Mann. Nein! Da sind noch 2 neue. Sandama. Habe ich auch noch nie gemacht, also wieso nicht? Machst du es gleich, ne? Ja, ich habe keine Zeit, ich muss nach Hause. Aber Privattag. Wir machen jetzt einzeln. Nein, einfach unten auf Zucker stehen. Kannst du Kunden aussuchen. Ja, und dann unten links genau. So. Los geht's. Das ist auch mein erster Sandama Raid, also durch die ganzen Triggers mache ich echt komische Raids. Erster Knogger, erster Sandama. Über mich wird gemunkert hier hinten. Ja, ich wusste nicht, ob er dich kennt. Aber ich habe schon erlebt, dass Leute sich wundern, mit wem du da redest oder warum du irgendwie aufnimmst. Okay. So. Wir haben uns auch gerade gewundert, ob Machomai auch gut gegen Boden ist, also Kampf gegen Boden, weil Machomai mehr ausgewählt wurde oder halt nur gegen Stein. Muss ich nochmal nachschauen. Wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. So. Aber der ist schon stärker als Knogger. Er hat gerade einen Galados. Ja, der hat ja auch 3000 BP mehr, wenn ich das nicht sehe. Ja, überraschend. Ah, okay, der hat Steinkante, man kann wundern. Nee, aber sowas ähnliches. Felsgrab oder so. Ja. Sieht super effektiv, glaube ich. Alter, er macht gleich 2 Gagados von mir fertig. 100% auf Max. Ich habe jetzt Bisa-Floor. Von damals, du überraschst mich. Gehen wir noch eine kleine Runde, dann seht ihr alle Leute. Nee, der ist nicht super effektiv.
Der ist normal. Also machen wir es normal. Der ist nicht effektiv. Okay. Hast du ihn besiegt? Ja, gleich. Also zu mal ganz kurz die Kamera halten. Für meinen Wurf. Also wenn du ihn besiegt hast. Jetzt, achso, auf dich. Ach stimmt, ja, du Screen recordest, ja. So, einfach schnell ein Profi. Das soll echt kein Problem sein. Ein Bonbon, immerhin. Erster Wurf drin. So. Fabelhaft? Nee, bei denen gebe ich mir keine Mühe. Da werfe ich immer schnell nur großartig. So. Trigger. 4 war das, glaube ich. Ja. Yep. Bei mir. Der vierte. Genau. So. Hast du? Ja. Jetzt können wir nochmal schauen, wie du vielleicht wirst. Alter. Wobei, bei dem braucht man keinen Fangtrick, gell? Es geht bei jedem Raid Boss, kann man Fangtrick machen. Aha. Oh. Endlich mal fabelhaft. Wusste nicht, auch, dass du sowas kannst. Wurde auch Zeit heute. Easy. Ja. Und Go Plus reagiert auch, oder? Ja, ja. Also. Beides gleichzeitig. Läuft, danke. Läuft, ja. So, ab nach Hause für uns. Genau. Schauen wir mal kurz. Nee, tot. Toad. Okay. Viel Glück noch. Danke. Seht ihr die Leute, die Menge? Hoffen wir mal, dass wir alle Glück haben. Ja, hoffentlich. So. Könnte was werden. So, das war's vom zweiten Tag, beziehungsweise zweiten Teil meiner Trigger-Reise. Triggerjagd. Zwei Zweier-Raids gemacht. Ein Knogger und ein Sadama. Leider kein Flunkiefer dabei. Der einzige Zweier, der mich interessieren würde. Weil ich dann noch einen 100er und einen Shiny brauche. Und Bonbons allgemein. Um irgendwann mal einen 100er, falls ich den irgendwann mal bekomme, auf Max pushen zu können. Aber wir können abwarten und Tee trinken. Wir sehen uns Sonntag beim Livestream, wenn die Einladungen rausgehen. Und dann werdet ihr es sehen. Meine Live-Einladung oder meine Live-Leiden. Ich habe die nächsten Tage noch weiter fleißig getriggert. Das werdet ihr alles morgen sehen. Beziehungsweise heute sogar noch. Ich muss sogar noch mehrere Videos heute hochladen, weil ich so viel getriggert habe. Aber schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Sandama-Raid gemacht habt oder einen Knogger-Raid. Und wie es bei euch so mit Triggern und der EX-Einladung aussieht. Habt ihr schon Mewtwo oder jagt ihr auch noch verzweifelt, so wie ich? All das unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.